meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück in einer neuen Folge von Man of the World hier auf einem wunderschönen Kanal. Und heute wieder in einer Runde, die wir ja schon lange kennen. Ich muss erstmal Dings hier ausmachen. So. Passend zu der Strecke habe ich auch den passenden Wagen geholt. Vielleicht auch nicht der perfekte Wagen. Aber das passt schon. Solange wir irgendwo in den ersten Top 5 mitspielen, also passt alles wunderschön. So, letzte Folge GTA in diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ach nö, da hat ohne Dings eingemacht. Das ist ja langweilig. Ohne Kollision. Ja, vielleicht, aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind 7 Leute. Schade. Also gibt es nicht ganz so viel Geld. Jo, da kam ich ein bisschen scheiß reingeflogen, aber passt schon, passt. Weil ich bin noch an der Überlegung, was ich jetzt am 30. mache. 30. ist ja eigentlich jetzt eingeplant, jo, eine Runde YouTubers Live, die letzte YouTubers Live-Runde in diesem Jahr zu machen. Aber ich glaube mal, dass ich die fast schon wegnehme, weil richtig Lust habe ich nicht auf YouTubers Live. Es war geil, dass wir jetzt was geschafft haben, wo wir noch nie waren. Vielleicht werde ich aber auch eine Runde Game Dev Tycoon noch aufnehmen, weil Game Dev Tycoon ist doch eine richtig nice Runde oder geil, richtig nice Spiel. Also mir macht es persönlich Spaß und man sollte ja das machen, was einen Spaß macht. Es wäre glaube ich auch mehr, dass ich jetzt Game Dev Tycoon aufnehme. Ich sehe aber auch nicht, wann die letzte Folge aufgenommen worden ist. Die war am 25. dann. Der Part kommt hier, weiß ich niemand raus. 28. Ich sehe gerade, ich habe nichts für 29. Der 29. ist bei mir nicht geplant. Ach du Scheiße. Ich habe nichts für 29. Vielleicht noch eine Runde für Transport FIFA? ETS kann ich nie machen, das kam vor kurzem. Scheiße, mir fällt das jetzt so auf, spontan. Mir ist schon mal aufgefallen, dass ich die den 12. vergessen habe. Da habe ich aber gesagt, okay, dann nehme ich einen weiter auf und tue irgendwo mal später noch ein Datum einfügen. Da habe ich eben am 24. noch Battlefield dann eingefügt. Anstatt 20 Rollercoaster. Ich dachte, das ist so eigentlich für Weihnachtsfolge, Rollercoaster wäre nicht schlecht. Aber okay. Das ist natürlich jetzt mies. Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht kann ich auch eine Runde Transport Fever machen und die letzte Runde immer noch. Nice. Immer noch die letzte Runde. Ja, ich habe aber aufgepasst. Die letzte Runde YouTubers Live. Erstmal letzte Runde YouTubers Live, sagen wir es mal so. Battlefield habe ich jetzt erstmal genug. GTA kam erst dann vor kurzem und ja, ich weiß nicht, müssen wir mal schauen. Ihr werdet ja überrascht sein, ich weiß es dann schon mal. Ich glaube eine Runde Transport Fever war glaube ich noch okay. Ja, was haben wir sonst noch? Wir können doch mal den NES Emulator nehmen. Da habe ich aber auch keine riesen Lust darauf. Ey, das ist ja ein Tag komplett vergessen. Nee, da fällt mir im Moment nichts ein. Also da muss ich wirklich dann gleich spontan nochmal was überlegen. Vielleicht nochmal eine Runde Minecraft, weil Minecraft nehme ich gleich auf. Das ist ja jetzt die letzte Runde GTA. GTA geht ja relativ schnell, weil es kurze Folgen sind. Kurze Folgen, die nicht geschnitten werden. Und
Und aber GTA möchte ich nicht nochmal bringen, weil GTA kam ja wie gesagt dann 4 Tage vorher. Das ist mir ein bisschen zu oft hintereinander bei den vielen Projekten, die ich so in letzter Zeit bringen kann. Und wir werden das 4., glaube ich, das Rennen beenden. Nein, wir werden noch Dritter, wir werden noch Dritter. Ja! Ja! Ich wollte schon loslassen. Ja! Alter, nice. Da ist unser 300er. Gut, dann lass mich noch was einfallen. So, Dritter ins Ziel gekommen. 5 Minuten 9. Reicht eigentlich wieder für eine Aufnahme, weil GTA sind wie gesagt die kleinen Folgen, die immer schön knackig mal rauskommen. 8000 haben wir jetzt bekommen, 8900. Bin ich zufrieden, eine Frau hat gewonnen. Aber sexy. Wie war es nochmal? 8.900, genau. 4 Minuten hat sie. Respekt. Und da würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wie das Jahr 2017 war und was ihr euch 2018 wünscht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mann das Wort. Ciao, ciao.